Sony hat auf der E3 2017 Playlink vorgestellt. Das ist eine Serie von kleineren Spielen, die man über das Tablet oder über das Smartphone spielen kann. Und darunter konnten wir uns hier in der Redaktion noch nicht so wirklich was vorstellen. Glücklicherweise hat uns Sony jetzt besucht mit That's You. Das ist das erste Spiel aus der Playlink-Reihe und wir wollen das hier gleich mal ausprobieren. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit die bezaubernde Ann-Kathrin zu meiner linken Heiko. Und Mirko ist auch dabei. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach sofort in Medias Res und legen jetzt einfach mal los. Wir haben keine Ahnung, auf was wir uns hier einlassen, oder? Nö. Sehr gut. Wir spielen jetzt auch zum ersten Mal, das muss man tatsächlich dazu sagen. Kurz zur Erklärung, wie wird das Ganze gekoppelt? Die PS4 erstellt einen eigenen Wi-Fi-Hotspot, über den sich dann quasi die Smartphones oder Tablets dann miteinander mit der Konsole verbinden und so wird das Ganze dann gespielt. Und wir müssen jetzt hier einfach auf Spielen tippen, hat man mir gesagt. Man braucht also kein Internet, ne? Genau. Okay. Ich bin beigetreten. Oh, jetzt Alle. Können wir hier eine Karte wählen. Oh Gott. Ich fühle mich von allen irgendwie nicht so ganz repräsentiert. So. Obwohl doch, hier ist, so ein, hier ist jemand, der sieht chefig aus, das bin ich. Oh Gott. Ich nehme mal den hier. Aber wir können aber auch lustige Sachen machen. Ja, genau, ne? Jetzt Fotos machen von uns. Ja. Möglichst intelligent ausschauen. Hab ich. Name, ich glaube, ich heiße Heiko. Und Profil bestätigen. So. Jawohl. Ha, mich gibt's schon. Mich auch. Bist du das Kätzchen? Ah, jetzt muss man es hier drauf schieben quasi. Ich weiß nicht, warum ich hier schon wieder Dingsies habe. Alle Spieler bereit? Ja. Jawohl. Dann geht's los. Ah, man muss gedrückt halten. Oh. Ah. Da fühlt sich hier der Ball hin. Okay. Deswegen bin ich Chef. Wohl bereit. Das Wichtigste zuerst, das hier ist ein besonderes Spiel. Hier braucht ihr nur eins zu wissen, viel übereinander. Oh Gott. Ann-Kathrin war die Einzige, die das Morph-Funktion entdeckt hat. Habt ihr die Filter nicht gesehen? Ich zeig euch, wie es funktioniert. Super gut. Das hier ist ein auserlesenes Sortiment meiner besten Untersuchungen, Nachforschungen und Aufgaben. Ihr müsst sie mit außerordentlicher Ehrlichkeit und Einsicht beantworten. Je mehr Leute nämlich dasselbe sagen wie ihr, desto mehr von diesen Marken bekommt ihr. Dann gibt es noch die Joker. Spielt einen aus, wenn ihr genau wisst, wie die anderen antworten werden. Und wenn ihr recht habt, boom, doppelte Punkte. Das macht mir ein bisschen Angst. Wir werden von Ort zu Ort springen und gemeinsame Erfahrungen sammeln. Denn ich bin davon überzeugt, dass es im Leben vor allem auf gemeinsame Erfahrungen ankommt. Okay, wenn ihr alle bereit seid, dann lasst uns unsere Reise beginnen. Oh ja. Bitte. Das heißt, unsere Leser erfahren jetzt alles über uns, ja? Unsere intimsten Geheimnisse? Alles. Okay. Kommt drauf an, wie lange wir spielen. Heiß und schlüpfrig. Ich habe uns ein bisschen Zeit an der Töpferscheibe beschafft. Okay, als erstes werde ich euch eine Frage stellen. Ihr müsst mir nur sagen, wer von euch die Antwort ist. Wer hätte nach einem Töpferwochenende nur einen Tonklumpen? Oh Gott. Zeit zu wählen, Leute. Je mehr dasselbe sagen wie ihr, desto besser euer Ergebnis. Kann ich euch jetzt unter Druck setzen, weil so, ich jetzt erster gewählt habe? Schieben. Okay, ganz wichtig. Das war vor allem mal instant gemein jetzt, ne? Ja. Es reicht auch nicht drauf zu tippen, man muss sie immer glaube, so... Ich glaube, wir haben unsere Antwort. Nämlich aus Versehen wahrscheinlich ja. Das anwählst. Wow. Ein hübscher Boost für eure Punkte, Leute. Oh. Toll. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das zeigt nur, dass alle wir irgendwie ein ausgleichendes Team sind. Das heißt, dass eure Talente vielleicht woanders liegen. Wer würde eine 1 Meter große Skulptur vom eigenen Gesicht machen? Na und? Man sollte immer erst einen kleinen Prototyp aus Ton fertigen, bevor man die 20 Meter hohe Originalskulptur in Angriff nimmt. Oh, Joker gibt's auch sicher. Okay. Sehen wir uns eure Entscheidung an. Zwei Verdammt. Ihr wisst aber schon, das dass die Tonskulptur dann nicht so nett ist. Wäre dann aber die schönste Statue wenigstens. Sagt mir, wenn ihr weitermachen wollt. Oh ja, bitte. Wer würde das Gefühl von feuchtem Ton zwischen den Fingern lieben? Das war wohl mit schlüpfrig gemeint. Ja. Oha. Wie habt ihr euch entschieden?
Warum? Sehr gut. Es gibt einen Wechsel an der Stelle. Strahlst du was aus? Das ist jetzt so ein bisschen Ann-Kathrins Menschenkenntnis, oder? Er würde versuchen, alte Relikte nachzubauen und sie online zu verkaufen. Das weiß ich. Alte Relikte? Das weißt du. Wie kann man das denn wissen? Wie habt ihr euch entschieden? Oh, schade. Sehr gut. 200 Punkte. Ja, relativ gleich alle, ne? Ich würde sofort machen, wenn ich das noch dabei landen. Wir kennen uns ganz gut, würde ich so bisher halt sagen. Und ich habe jetzt einen Joker eingesetzt, ne? Ach so. Ja, ja. Ach so, dann kriegt man automatisch mal Punkte. Und du hast recht. Es ist an der Zeit, dich mal unter die Lupe zu nehmen. Oh oh. Okay. Für die nächste Frage werden wir ein paar Bilder verwenden. Was würde diese Person im Töpferkurs machen? Oh, wählt das Bild, das eurer Meinung nach die Frage am besten beantwortet. Und denkt daran, dass ihr mehr Punkte bekommt, je mehr von euch dasselbe sagen. Also ich weiß ja, was ich machen würde. Ja, das ist ja... Ich bin gespannt, ob ihr das auch wisst. Das Haus. Hallo, Aufbauspieler? Ja, ja, okay. Nur eine Person hat aber immerhin. Auch ein Joker gezippt, der Ecke. Und nur diese Person hat ihre Punkte verdoppelt. Du hast dich doch im Mirko verbündet. Der Schütze hat sich was getan. Das macht die Brille. Ach so. Hm. Und sich dann nebenbei so Nachrichten schreiben, um zu sagen, jetzt was nimmst du? Jetzt müsst ihr euch alle in diese Person reinversetzen. Ich sage euch einen Satz und ihr schreibt auf, was die Person eurer Meinung nach dann sagen würde. Oh oh. Wenn ich Ton forme, denke ich immer an... Was ist... Ach so. Gott. Boah. Boah. Was für ein Quatsch. Nur noch 30 Sekunden. So. Einer muss ja. Noch etwa 20 Sekunden. Ach so, okay. Wieder hochschieben, nicht vergessen. No pressure. Ja, so, ja. Sag ich aber, warum geht's nicht weiter? So. Okay. Los geht's. Noch 10 Sekunden. Herr Kor! Ich kann mir vorstellen, dass da teilweise sehr skurrile Sachen bei rauskommen fünf. Werden. Schieben! Ja! Okay, schauen wir uns mal an, was euch so eingefallen ist. Anno! Häuser! Häuser! Einfach in Großbuchstaben. Einen Topf. Und wofür geht's so, jetzt? Welche Antwort ist die beste? Oh. Ach so, und dann müssen wir selber noch auswählen, was dann... Jetzt ist ja natürlich wieder die Frage. Muss ich drauf spekulieren, was Heiko nehmen würde? Ja, das ist ja das. Das ist ja genau das. Oh, er hat doch eben einen kleinen Hint gegeben. Ich bin doch der Aufbauspieler. Ja. 1200 Punkte schon für Ecke. Bei dem wir Fotos bekratzen. Zuerst muss jemand von euch eine Person in einer bestimmten Pose knipsen. Okay. Es hilft, wenn ihr es wirklich ernst meint. Also los, auf die Beine, Leute. Oh Gott. Davon hat aber niemand... Davon war nie die Rede. Mirko fotografiert jemand. Okay. Irgendwen? In einer bestimmten Pose. Ja. Ah, du musst dich hinterzeichnen können. Ich muss ihn zeichnen können. Okay, also muss jetzt Tobi was machen. Und wir müssen es hinterher malen, also mach irgendwas Freundliches. Hast du eine Ahnung, was das sein soll? Ghost. Ach so. Das ist die Töpferscheibe. Ach so. Darauf rotiert gerade ein Klumpen Lehm. Das sieht eher so mein erster Mastkrug aus. Stimmt, so sah ich damals auch aus. Ach so, ah, und das einmal wollte ich meinen Lieblingswolkenkratzer aus Ton nachbauen. Als ich fertig war, wollte ich mein Werk noch etwas hübscher machen und modellierte einen kleinen Wald drumherum. Das Ergebnis war 18 cm groß und alle fanden mich seltsam. Das ist gar nicht so einfach, hier mit meinen Wurstfingern da was... Muss man jetzt die... Aber ich glaube... Noch 40 Sekunden. Das sieht irgendwie schlüpfrig aus, was ich jetzt zeige. Ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Ich bin jetzt voll. So. Es wird Zeit für die letzten Handgriffe. In 30 Sekunden ist Schluss.
Gott. Fertig. Es ist ein Meisterwerk geworden. Bin auch fertig. Ihr habt noch etwa 20 Sekunden. Habe ich erwähnt, dass ich in Kunst immer scheiße war? Oh. Ja, ich auch ganz schlecht. Das werden wir jetzt sehen. Ach so, hochziehen wieder. Okay. Was soll das denn? Oh, richtig gut, ey. Was zum Geier ist das? Ja, eindeutig das beste Bild. Ja. Boah. Ach, das ist schwierig. Ihr seid Männer, nicht ich eher eine Bier? Ja, das ist ein Argument. Ich habe meinen Joker gesetzt, also bitte jetzt. Das sollte passen. Jawohl. Ah, toll. Ich wollte nicht mein eigenes geben. Das wollte ich irgendwie arrogant. Eindeutig überhaupt das Beste. Nicht. Ich glaube, mein Schild ist das Schönste. Das Ding ist nur... Ich glaube, wir können alle auf unsere Kreation. Ich habe das ja selber gemalt. Ich kriege nicht mal Bonuspunkte. Ja, ne? Das war tatsächlich erstaunlich, wie gut das funktioniert mit dem Malen. Mhm. Vorhin konnte ich winzige Yoshi-Augen malen. Okay, es tut mir leid, dass ihr so davon erfahren müsst, aber da kommt ein gewaltiger Meteorit auf uns zu. Und morgen um die Zeit wird er die Welt zerstören. Ich denke, wir sollten unsere neue Umgebung mit einem neuen Joker für alle feiern. Oh, okay. In Ordnung, dasselbe wie vorhin. Da hätte ich ja schon mehr verprassen können. Ja, ne? Und ihr sagt mir, von wem ich spreche. Wer würde auch dann noch zur Arbeit gehen, wenn morgen die Welt unterginge? Das ist ja noch besser, als zu Hause bei der Familie zu sein. Das war die einzig logische Antwort. Da fliegen die Joker. Gut gemacht. Ein Joker auch noch direkt. Joker nicht einsetzen können. Ich muss sagen, so eine Einstimmigkeit erwärmt mein ja, Herz. Ja. Dafür gebe ich euch jeweils einen zusätzlichen Joker. Oh. Unsere neue Führung muss ich wohl nicht mehr sagen, worum es hier geht. Nämlich ums Wer kennt wen? Wer würde an seinem letzten Tag jede Todsünde begehen. Boah. Ich hätte so viel damit zu tun, wenigstens bin ich einsichtig. Versage. Jede? Jede Todsünde. Hm. 10 Sekunden noch. Boah, das ist schwer. Wir sind gleich fertig, Leute. Ein zweigeteiltes Ergebnis. Oh. Ha, richtig, Punkte richtig. Für die Gruppe. Du, jetzt schon noch, du wirst schon noch mal Spaß haben wollen. Wir werden gleich zu Ende. Aber dass du dich selbst gewählt hast. Ja, klar. Interessant. Den ersten zu schlagen ist eine harte Nuss für die Verfolger. Das ist doch eine klassische Ich-wähle-mich-selbst-Frage, oder? Wer würde sich selbst die Schuld an der Apokalypse geben? Nach der Apokalypse wäre ich nutzlos. Boah. Ich weiß nur, dass die Erde keine Scheibe ist, weil es mir gesagt wurde. Aber warum denn? Also, wenn ich wüsste, warum, wüsste ich auch, ob ich mir daran die Schuld geben könnte. Dann sehen wir uns mal das Ergebnis an. Ja! Verdammt! Very good! Hat jemand seinen Joker eingesetzt? Nein! Na, das hätte ich auch machen sollen. Große Geister denken gleich, was? Tja, das bin ich hat immer eine Runde zusätzliche Joker verdient. Der Joker, ey. Aber es ist erstaunlich. Ich habe jetzt nicht länger drüber nachgedacht, aber einfach Bauchgefühl. Ja, wenn dein Schuh auf der Wiese liegt, ich zieh mir den an. Kurz aus deiner Herde. Jetzt geht's um AK. Oh oh. Erst eine weitere Bilderfrage. Was würde diese Person machen, während die Welt untergeht? Seltsam, in diesem Bett liegt eine Person mit nur einem Bein. Das finde ich ziemlich Das ist doch voll einfach. Während die Welt untergeht? Ja. Bitte. Noch 5 Sekunden. Also, dass du das über dich weißt, das weiß ich auch. Die Frage ist, ob ich weiß, dass du es weißt, oder was du weißt. Ja. Sieht so aus, als ich nicht. Tobi kennt mich. Ich würde weinen. Echt? Sehr gut. Aber gerade hast du auch gesagt, Todsünden begehen. Ja, aber wenn die Welt gerade untergeht. Was soll man da auch machen? Fluchtreflex und das, was du ausgewählt hast. Eure künstlerische Seite zum Vorschein. Ich lege euch ein Bild vor und ihr müsst es ausschmücken. Zeichne, was auf der Weltuntergangstafel von dieser Person steht. Hä? Okay.
Mein Nachbar Dr. Trinity wünscht sich einen Atomkrieg. Er glaubt, dass die Leute dann endlich aufhören, immer über das verdammte Wetter zu reden. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, den nuklearen Winter zu erwähnen. Es ist nicht schön. Aber es hat Aussagekraft. Okay. 40 Sekunden. Du freust dich über deine Weltuntergangstafel. Eben sagst du noch Verzweiflung und jetzt bist du begeistert. Er ist ja noch nicht so weit. Ach so. Ist ja okay. 30 Sekunden noch. Die Weltuntergangstafel. Da muss man erstmal drauf kommen, ey. Nur noch 20 Sekunden. Man kann es jetzt leider aber nicht mehr editieren. Ne? Ja. Ich hätte jetzt noch ein bisschen was zum Verfeinern. Wenn du es abschickst, ist es final. Mal sehen, was ihr gezeigt habt. Was zum Geier? Das ist okay. Das ist alles schön. Ja. Smiley da unten. Super. Das ist alles schön, aber ich habe einen klaren Favoriten. Ich muss jetzt ja auch dringend aufholen. Ne? Ich meine, wir spielen ja nur diese Runde. Jetzt wird es langsam knapp. Ja. Oh. Jawohl! Ja, sowas von gut. Und Joker? Ja, ich. Ja, ich auch. Alle! Wenn das kein Raum voller Schlaumeier ist. Das war einfach. Aber auch ganz knapp beisammen. Einen zusätzlichen Joker. So. Lasst uns herausfinden, wer von euch ein echter Pantomime ist. Ich werde euch ein Foto von einer Person oder einem Ding zeigen. Oh Gott. Und ihr müsst euch dabei fotografieren, wie ihr es nachstellt. Oh Gott. Ahmt dieses Bild nach. Okay. Aber einer oder alle? Ich glaube alle. Was ist denn, wenn ich das zwischen den Zähnen habe? Was mache ich denn dann? Ich weiß nicht, wo die Kamera. Da ist die Kamera. Ja, das ist schon. Oh Gott, ist das schlecht. Oh Gott, ich habe aus Versehen ein Doppelkinn gemacht. Ja, das geht nicht, weil es ja bei diesem Spiel auch ums gute Aussehen geht, an Katrin. Nein, aber ich habe so ein... Wir weißt du? Fertig, Leute. Aber es sieht aus, als wäre ich glücklich. Schade. Es ist soweit. Es sieht ja auch glücklich aus. Ja. Du lachst doch. Immer. Oh Gott. Entschuldigung. Das ist auch schön. Also hat man die Bilder hier noch? Ja, hat man auch so. Sehr gut. Ich habe eindeutig Favoriten. Miro braucht immer ein bisschen. Ja, ich überlege mal, ob ich den Joker einsetze, weißt du? Und ein paar Punkte für alle, die beeindruckt. Daran sieht man, dass ich im Weihnachtsmärchen mitgespielt habe. Ja? Schauspielerische Ausbildung. Ja, oh, damit bin ich wieder Erster. Hat sich was getan. Nein. So, Kinder. Wer hätte das gedacht? Er hat uns verfehlt. Ja, das war's dann, ne? Das war's mit Mystery. Und bis dahin? Der perfekte Zeitpunkt, um hier einen Cut zu machen. Ja, perfekt. Und was sagt ihr? Lustig. Ja, also definitiv. Das funktioniert auch cool. Also das Zeichnen hat mir am meisten Spaß gemacht mit. Ja, also ich denke auch, dass es tatsächlich so, ja, SingStar, Guitar Hero, also und lustiger wird, glaube ich, je mehr Bier man getrunken hat, befürchte ich. Ich gucke heute in meinem Kopf, also ich überlege in meinem Kopf, wie lange das Spaß machen könnte. Aber ich glaube, wenn du hiervon genug Fragen hast, dann läuft das erstmal. Man kann sich ja vor allen Dingen auch eigene Fragen selbst ausdenken. Ne? Ja. Und jeder hat ja mittlerweile auch ein Smartphone oder ein Tablet, deswegen ist der Zugang ganz easy. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier noch ein bisschen weiter. That's You kommt am 4. Juli kostenlos für PS Plus Mitglieder in den PlayStation Store und am 5. Juli kommt das Ganze für ungefähr 20 Euro in den PlayStation Store. Später dann auch nochmal als physische Version. Wir spielen jetzt noch ein bisschen weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.